Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel Malgreiz Mountainbike. Naja, auf jeden Fall fahren wir heute etwas Fahrrad, meine lieben Herrschaften. Die Blumen blühen. Ja, es ist super. Hallo. Wir reiben noch einmal die Hände, freuen uns, ja, fallen dabei nicht aufs Maul. Und wir werden jetzt mal ein Ründchen drehen auf dem Schmutz, auf dem Mutzkopf. Und ja, ab ins Intro. Hallo, ich hau da mal eine Frau, ich bin hier von da, ich bin unten aus Sumba. Ich weiß nie, wo ich da unten auf Höritz komme. Ich weiß nichts, ich bin von Holland. So ein Feuerball, Junge! Bam! Ah, von Holland Urm. Ach gut, na, okay, das sieht sich auch nie aus, da. Na ja, gut, ich gucke aber weiter, vielleicht finde ich jemanden, der sich da auskennt. He. Ja, im Dorf vielleicht. Mir schlacht, danke schön, gell. Mach's gut, Madla, da. So. Ja. Oh, Sumba, ich ist nie Schlacht. Bike bitte am Hinterrad aufhängen. Oh, shit. Naja, manchmal lohnt es sich vielleicht doch ein bisschen so der Situation ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Besonders, wenn man in den Lift einsteigt. Jo! Oh, jo. Zack. Und rein in die gute Stube. Holz. Jo. Grandioser Übergang, oder nicht, Leute? Man ruhig mal klatschen. Boah, hart das Vorderrad fast weggerutscht. Junge. Da wollte ich doch jetzt gar nicht lang. Ja, scheiße. Naja, egal, wir fahren. Dann halt trotzdem jetzt mal hier weiter. Auch wenn ich hier nicht lang wollte. Boah, der lose Schotter macht's hier tatsächlich auch sehr interessant gerade, ich finde. Boah, da musst du aufpassen, Junge. Krass. Oh, ja. Ja Leute, ihr fragt euch ja wahrscheinlich eh schon, warum kommt dieses Video jetzt so unter der Woche? Ich wollte das auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen verwursten, weil da doch ein paar lustige Szenen dabei gewesen sind, die das Video eigentlich noch ganz amüsant gestaltet haben, abgesehen vom Fahrradfahren, weil ich war mega durch. Ich war so kaputt, Leute. Ich war 5 Tage in Reschen am Fahrradfahren. Das war der letzte Tag und bei mir war der Akku einfach nur leer. Aber jetzt kommt das Schmankerl von diesem Video, denn es gibt einen brandneuen Trail und zwar den Reschensee Trail. Heute zeige ich euch den neuen Reschensee Trail, der hier entstanden ist. Natürlich auch auf ganz natürlicher Basis. Also hier wurde nicht großartig geshaped. Hier muss man aufpassen, wo man hinfährt. Spitze Steine werden jetzt direkt mal erkundet von mir. Ob das so schlau ist, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, hier ist alles recht los, aber ja, ich denke mal, das wird sich hier noch alles festfahren ordentlich. Hier einmal Seite hoch und runter. Ach, ist das nicht geil. Hier, also einmal durch den See, der neue Reschensee Trail. Leute, gebt's euch. Super, macht Spaß. Region ist um einen Trail reicher geworden, also kann man nur empfehlen. Ihr habt auch enduro-typisches Terrain. Schöne, kernige Seebodenanstiege.
die alles abfordern auf diesen schottrigen Passagen mit dem losen Seeboden. Hier könnt ihr alles geben. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder raus? Ja, also ihr habt es jetzt auch mal gesehen, einer der neuesten Trails hier direkt am Reschensee oder ja, mehr so wie die Kirsche in der Torte, also so richtig schön eingebettet. Ja, also schöner Trail halt hier, ist in der Dreiländerkarte, also kommt da noch mit rein, wenn nicht, dann, ja, wenn es nicht läuft, dann lassen wir wieder Wasser rein und dann passt der Lack wieder. So, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, haut ein Abo rein, lasst ein Like da, ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Video am regulären Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, krass. Hier liegen sogar so Schokorosinen überall rum. Ich wusste gar nicht, dass die Leute hier so auf Schokorosinen stehen.